Die meisten Menschen träumen von außergewöhnlichen Ergebnissen, doch nur die wenigsten sind bereit, die nötige Arbeit zu leisten. Sie wollen das erfüllte Leben, den Erfolg, den Ruhm, aber sie scheitern, weil sie nicht bereit sind, wie ein Verrückter zu arbeiten. Denn eins ist klar, verrückte Ergebnisse erfordern einen verrückten Einsatz und ich zeige dir jetzt, wie du das schaffst. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Nick. Ich helfe Menschen dabei, in allen Aspekten des Lebens das Beste rauszuholen. Also legen wir los. Der Weg zu verrückten Ergebnissen. Wenn du wirklich verrückte Ergebnisse erzielen willst, musst du dein Leben nach diesen Zielen ausrichten. Es gibt keinen Raum für Ausreden oder Ablenkungen. Alles, was du tust, muss darauf abzielen, Fortschritt zu machen. Und der erste Schritt dorthin ist, deinen Tag zu planen. Viele denken, dass ein strikter Zeitplan sie einschränkt, aber ganz im Gegenteil. Ein gut geplanter Tag gibt dir die Freiheit, dich voll und ganz auf deine Ziele zu konzentrieren. Denn du weißt genau, wann du was tun musst und es gibt keine Möglichkeit für Ausreden oder Prokrastination. Aber ein Zeitplan alleine reicht nicht aus. Du musst auch effektive Routinen aufbauen, die dich kontinuierlich voranbringen. Damit meine ich jetzt aber nicht, irgendeinen 0815 Productive Morning mit Haferporridge und Matcha einzuführen, von denen 99% sowieso Zeitverschwendung sind, sondern morgens aufzustehen und direkt in den Tag zu starten, ohne Zeit zu verschwenden. Ob es das Workout ist, das Lesen eines Buches oder das tägliche Arbeiten an deinem Projekt. Diese größeren und effektiven Routinen setzen die Richtung für deinen gesamten Tag an. Denn es gibt kein "Ich mache es später". Es gibt nur "Ich mache es jetzt" und das jeden Tag ohne Ausnahmen. Das ist die Art von Disziplin, die verrückte Ergebnisse erzeugt. Aber warum sind Zeitpläne und Routinen so entscheidend für dich? Es geht nicht nur darum, diszipliniert zu sein. Es geht darum, ein System zu schaffen, das dich automatisch in die Richtung deiner Ziele lenkt. Wenn du jeden Tag zur selben Zeit aufstehst und sofort in den Arbeitsmodus wechselst, trainierst du dein Gehirn darauf, fokussiert zu bleiben. Und dein Körper und dein Geist gewöhnen sich an diesen Rhythmus und mit der Zeit wird dieser Grind zur Gewohnheit. Also, das ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg. Wenn du deinen Erfolg planst, wird er zur Normalität. Du eliminierst den Druck, ständig irgendwelche Entscheidungen zu treffen und dich selber zu motivieren. Stattdessen wird das produktive Verhalten zu deiner neuen Persönlichkeit. Und viele würden hier genauso sagen, dass es schlecht ist, wenn es zu einem Teil deiner Persönlichkeit wird, nach dem Motto Work-Life-Balance und so. Die Wahrheit aber ist, es gibt im Endeffekt nichts anderes außer Fortschritt und Grind. Wenn du wirklich etwas Großes erreichen willst, darf es in deinem Leben nichts anderes geben als Fortschritt und Grind. Jedenfalls nicht im Aufbau und im Peak deiner Karriere. Und das mag hart klingen, aber genau das ist der Unterschied zwischen denen, die träumen und denen, die ihre Träume auch wirklich leben. Denn du arbeitest nicht einfach nur, um beschäftigt zu sein, sondern du arbeitest, um voranzukommen. Und jeder Tag, an dem du nicht besser wirst, ist ein verlorener Tag. Und das ist keine Übertreibung. Die Welt dreht sich weiter und wenn du nicht mithältst, wirst du zurückgelassen. Und konkret bedeutet es, dass du deine Energie und deinen Fokus auf das lenken musst, was wirklich zählt. Denn wie oft hast du schon gehört, dass jemand beschäftigt ist, aber in Wirklichkeit nichts Wesentliches erreicht? Du musst verstehen, dass Beschäftigtsein nicht das Ziel ist. Das Ziel ist es, wirklich echte Fortschritte zu machen. Also musst du dich darauf konzentrieren, wie du jeden Tag einen Schritt weiterkommst, wie du dein Wissen, deine Fähigkeiten und deine Ergebnisse kontinuierlich verbesserst. Denn genau hier trennen sich, wie in allen anderen Videos, wieder die erfolgreichen von den nicht erfolgreichen Menschen. Die meisten sind bereit, nur für eine kurze Zeit hart zu arbeiten. Vielleicht ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder vielleicht sogar einen Monat. Aber die wirklich Verrückten, die außergewöhnliche Ergebnisse erzielen möchten, wissen, dass es keine Pause gibt. Sie wissen, dass jeder Tag eine Chance ist, sich zu verbessern und dass Stillstand Rückschritt bedeutet. Also, du musst bereit sein, alles zu geben, egal wie schwer es ist. Und vor allem, wenn es schwer ist. Denn genau in diesen Momenten, wenn du an deine Grenzen kommst, wachsen du und deine Ergebnisse. Um das aber konstant halten zu können, musst du Dopamin durch Arbeit und Entwicklung auslösen und nicht durch Konsum. Denn in unserer heutigen Gesellschaft sind wir darauf konditioniert, Dopamin, welches das Glückshormon ist, durch Konsum auszuschütten. Sei es durch Social Media, Videospiele, Junkfood oder endloses Scrollen. Aber all das gibt dir nur kurzfristige Befriedigung und lenkt dich von deinem wahren Potenzial ab. Wenn du aber wie ein Verrückter arbeiten willst, dann musst du lernen, Dopamin durch Arbeit und Fortschritt auszulösen. Und das klingt erstmal vielleicht weniger aufregend, aber lass mich dir sagen, es gibt nichts Befriedigerendes als das Gefühl, etwas wirklich geschafft zu haben. Dieses Gefühl, wenn du nach Stunden des harten Arbeitens zurückblickst und siehst, was du erreicht hast, ist das wahre Dopamin.
Das ist das Gefühl, was dich antreibt, noch mehr zu tun und noch weiter zu gehen. Und das ist nicht nur irgendeine abstrakte Idee. Es gibt neben persönlichen Erfahrungen tatsächlich wissenschaftliche Beweise dafür, dass der Prozess des Erreichens von Zielen Dopamin freisetzt. Jedes Mal, wenn du einen Meilenstein erreichst, belohnt dich dein Gehirn mit dem Dopaminschub, der dich motiviert, weiterzumachen. Aber hier ist der Clou. Wenn du dir diese Dopaminkicks nur durch den Konsum von Unterhaltung holst, trainierst du dein Gehirn darauf, sich mit weniger zufrieden zu geben. Du gibst dich mit den schnellen, einfachen Freuden zufrieden, anstatt tiefe, nachhaltige Zufriedenheit zu erfahren, die aus echter, harter Arbeit und echtem harten Fortschritt kommt. Das bedeutet, dass du das Belohnungssystem von deinem Gehirn neu programmieren musst. Anstatt dich nach einem langen Tag mit einer Netflix-Serie zu belohnen, belohne dich mit der Gewissheit, einen Schritt näher an deinen Zielen angekommen zu sein. Statt dich mit Junkfood vollzustopfen, finde Freude daran, deine Energie durch echte Lebensmittel der Natur zu ersetzen. Es sind einfache, aber mächtige Veränderungen, die dein Leben um 180 Grad drehen werden. Und natürlich muss es nicht nur produktiv, sondern auch effektiv sein. Das heißt, Qualität steht über Quantität. Es reicht also nicht einfach nur aus, viel zu arbeiten. Du musst auch effektiv arbeiten. Und es gibt einen Unterschied zwischen produktiv und wirklich effektiv zu sein. Produktiv zu sein bedeutet, beschäftigt zu sein und viele Aufgaben zu erledigen. Das heißt aber nicht, dass du bedeutende Veränderungen machst. Effektiv zu sein hingegen bedeutet, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun. Also die Dinge, die dich deinen Zielen tatsächlich näher bringen. Denn es ist besser, ein paar Stunden hochkonzentriert an den wichtigsten Aufgaben zu arbeiten, als den ganzen Tag mit Kleinkram zu verschwenden. Wie kannst du jetzt aber sicherstellen, dass du effektiv arbeitest? Es beginnt mit einer klaren Prioritätensetzung. Du musst genau wissen, was deine wichtigsten Aufgaben sind. Also die Aufgaben, die den größten Einfluss auf deinen Fortschritt haben. Und dann musst du deinen Tag so strukturieren, dass du dich genau auf diese Aufgaben konzentrierst. Denn es geht, wie gesagt, nicht darum, so viele Aufgaben wie möglich zu erledigen, sondern die Aufgaben zu erledigen, die wirklich zählen. Was auch dazu passt und ein weiterer wichtiger Punkt ist, ist das sogenannte Pareto-Prinzip. Auch bekannt als die 80-20-Regel. Diese besagt, dass 80% der Ergebnisse oft nur von 20% des Aufwandes stammen. Das bedeutet, dass du herausfinden musst, welche 20% deiner Aufgaben den größten Einfluss auf deine Ziele haben und genau auf diesen Bereich musst du dich dann konzentrieren. Einfach gesagt, konzentriere dich darauf, was wirklich Geld und was wirklich Fortschritt bringt. Deswegen solltest du dich auch selber fragen, je nachdem natürlich in welcher Situation du steckst, was ist genau das, was letztendlich Geld oder Fortschritt einbringt? Und dann wird dir auch schnell auffallen, dass man einen großen Teil seiner Zeit mit Dingen verschwendet hat, die eigentlich nicht so eine wichtige Rolle spielen. Und das ist der Schlüssel zur Effektivität. Du konzentrierst deine Energie auf das, was wirklich zählt und lässt den Rest hinter dir. Und jetzt kommen wir zu einem Konzept, welches dir vielleicht erstmal kompliziert vorkommen wird, aber keine Sorge, ich erkläre es dir. Und zwar die Neuroplastizität. Neuroplastizität ist die Fähigkeit deines Gehirnes, sich neu zu vernetzen und anzupassen, basierend auf deinen Erfahrungen und Handlungen. Es bedeutet, dass du dein Gehirn wortwörtlich darauf trainieren kannst, wie ein Hochleistungsmotor zu arbeiten. Du kannst es darauf programmieren, effizienter zu denken, schneller zu lernen und produktiver zu sein. Stell dir vor, dein Gehirn ist wie ein Computer, der ständig ein Software-Update erhält. Jedes Mal, wenn du dich einer neuen Herausforderung stellst oder wenn du dich selber an deine Grenzen bringst, lädt dein Gehirn ein neues Update herunter, was es leistungsfähiger macht. Aber um diese Updates zu downloaden, musst du dich bewusst neuen Herausforderungen stellen und dich in unkomfortable Situationen begeben. Und das bedeutet, dass du kontinuierlich nach neuen Wegen suchen musst, dich selber zu pushen, zu wachsen und zu lernen. Und das Besondere an der Neuroplastizität ist, dass es dir ermöglicht, alte limitierende Denkmuster durch neue leistungsfähige Muster zu ersetzen. Lass es mich dir erklären. Wenn du dir zum Beispiel immer gesagt hast, dass du kein Frühaufsteher bist oder dass du in bestimmten Bereichen einfach nicht gut genug bist, dann kannst du diese Überzeugungen durch gezielte Handlungen ändern. Indem du dich bewusst in Situationen bringst, die diesen Überzeugungen widersprechen, zwingst du dein Gehirn, sich anzupassen und neue, positivere Denkweisen zu entwickeln. Und je häufiger du dich einer Herausforderung stellst und je bewusster du deine Gedanken und Handlungen steuerst, desto schneller und effektiver wird dein Gehirn diese neuen Muster übernehmen. Und das bedeutet, dass du die Macht hast, deinen Verstand so umzuformen, dass er dir dient und nicht du ihm. Und wenn das alles gesichert ist, kann man sich auf den Flow-Zustand fokussieren, um die bestmögliche
außergewöhnlichen Ergebnisse abzuliefern. Das ist ein weiteres Konzept, welches deine Arbeitsweise revolutionieren kann. Der Flow-Zustand, auch bekannt als die Zone. Das ist ein mentaler Zustand, in dem du so tief in deine Arbeit vertieft bist, dass du alles andere ausblendest. In diesem Zustand bist du nicht nur produktiv, sondern auch kreativ, effizient und wirklich zufrieden mit dem, was du tust. Und der Flow-Zustand ist nicht nur ein angenehmes Gefühl. Es ist ein wissenschaftlich erforschtes Phänomen, das zeigt, dass Menschen in diesem Zustand ihre Leistungsfähigkeit vervielfachen können. Im Flow-Zustand durchbricht man also seine eigenen Limits. Einfach erklärt, Arbeit, für die du eigentlich eine Woche gebraucht hast du in 8 Stunden erledigt. Und im Flow arbeitest du auch nicht nur schneller, sondern auch intelligenter. Du bist in der Lage, komplexe Probleme besser zu lösen, neue Ideen zu generieren und qualitativ hochwertige Arbeit abzuleisten, die weit über das hinausgeht, was du normalerweise erreichen würdest. Es gibt bestimmte Bedingungen, die das Reinkommen in den Flow vereinfachen. Erstens musst du dir vorher klare Ziele setzen. Du musst genau wissen, was du erreichen willst, und dieses Ziel sollte eine Herausforderung darstellen, die dich zwar fordert, aber natürlich nicht überfordert. Und mit dem Ziel ist aber nicht das große allgemeine Ziel gemeint, sondern das Ziel deiner aktuellen Grind-Session. Zweitens musst du dich voll und ganz auf eine Aufgabe konzentrieren können, ohne Ablenkung. Das bedeutet, dass du deine Umgebung so gestalten musst, dass du ungestört arbeiten kannst. Sei es durch das Weglegen vom Handy, das Tragen von Kopfhörern oder das Schaffen einer konzentrierten Arbeitsatmosphäre. Alles sollte darauf ausgelegt sein, dass du theoretisch gesehen 8 Stunden lang nicht mehr aufstehen müsstest, um irgendetwas außerhalb deines Arbeitsbereiches zu tun. Und drittens spielt das richtige Maß, ein Feedback, eine entscheidende Rolle. Du musst in der Lage sein, sofortiges Feedback über deinen Fortschritt zu erhalten, damit du deine Anstrengungen anpassen und optimieren kannst. Denn im Flow-Zustand bekommst du dieses Feedback oft durch die Rückmeldung, die du durch deine eigene Arbeit erhältst. Und das nenne ich, wie vorher schon oft erwähnt, das Arbeitsdopamin. Das kriegst du zum Beispiel durch das Gefühl, dass du einen Meilenstein erzielt hast. Oder dass das, was du dir vorgestellt hast, in der Umsetzung genauso gut, wenn nicht sogar besser ist. Der Flow-Zustand wird also nicht einfach nur durch Zufall ausgelöst. Es ist etwas, was du durch bewusste Vorbereitung und den richtigen Handlungen gezielt herbeiführen kannst. Und wenn du lernst, regelmäßig in diesen Zustand zu gelangen, wirst du feststellen, dass du in kürzester Zeit mehr erreichen kannst, als du je für möglich gehalten hast. Und am Ende des Tages ist die Formel einfach. Wenn du verrückte Ergebnisse erzielen willst, musst du bereit sein, wie ein Verrückter zu arbeiten. Und es gibt keine Abkürzungen und keinen einfachen Weg. Es gibt nur den Grind, den Fortschritt und den Fokus auf das Wesentliche. Also lerne, Dopamin durch deine Arbeit und deine Entwicklung auszulösen, statt durch kurzfristigen Konsum. Probiere die genannten Herangehensweisen aus, um deinen Verstand neu zu formen, um somit die Arbeit und den Schmerz mit neuen Augen sehen zu können. Also, was wirst du tun? Wirst du wie die Masse sein, die von außergewöhnlichen Ergebnissen träumt, aber nicht bereit ist, den nötigen Einsatz zu bringen? Oder wirst du derjenige sein, der alles gibt, um seine eigenen Ziele zu erreichen? Die Wahl liegt bei dir. Aber vergiss nicht, wenn du bereit bist, wie ein Verrückter zu arbeiten, wirst du verrückte Ergebnisse erzielen. Und das war's für dieses Video, Freunde. Falls euch das interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung eins meiner Unternehmen, welches vielen Menschen dabei geholfen hat, ihr Leben physisch, mental und finanziell zu verändern. Und ansonsten, gebt Gas, holt das, was euch als Mensch zusteht, und weiterhin eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns.